Gerade große Technologieunternehmen sind besonders gefordert, auch selbst aktiv Maßnahmen in Sachen Umweltschutz und Energieeffizienz zu setzen. Das Unternehmen Limmert in Salzburg schafft den Spagat zwischen Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit. Nun, das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ist natürlich für uns auch ein Thema, was wir bei uns im Verkauf leben müssen. Es wird alles gefordert, was nur irgendwie Energie einsparen kann. Das ist bedingt auch Steuerungen wie KNX und so weiter. Wir haben ja selbst viel verbaut und können da schon natürlich aus Erfahrung sprechen. Bereits vor 10 Jahren wurde hier ein Komplettumbau durchgeführt. Wir haben sämtliche Fenster rausgerissen, das gesamte Gebäude neu eingehüllt, auch im Lagerbereich. Wir haben eine vorgehängte Fassade gemacht, also eine hinterliftete Fassade. Wir haben komplett alles mit neuen Jalousien ausgestaltet, die alle regelbar sind über das KNX-System. Wir haben motorgesteuerte Fenster und Dachfenster, mit dem wir dann im Winter zum Beispiel nach Betriebsschluss komplett schließen das Gebäude, um hier Energie zu sparen, und im Sommer den umgekehrten Weg gehen. Wir öffnen alles, alle Jalousien werden hochgefahren, alle Fenster geöffnet, damit das Gebäude sich wieder durchlüftet. Auch auf dem Dach des Unternehmens wurde die PV-Anlage großflächig erweitert. Gemeinsam mit der Energieberatung der Salzburger AG wurde nun auch noch nach einer energieeffizienten Lösung in Sachen Heizung gesucht. Ja, wir sind doch schon sehr lange an diesem Standort. Dementsprechend war einfach unsere bisherige Ölheizung auch in die Jahre gekommen. Wir haben dann die verschiedensten Systeme evaluiert und sind dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt einfach Gas für uns die beste Option darstellt. Es ist am Objekt, an der Liegenschaft gestanden. Wir haben das relativ unkompliziert in unser Heizkreissystem einbauen können. Und ja, da war das mit der Salzburger AG natürlich eine Win-Win-Situation. Vom alten System kann man sagen, haben wir ungefähr 40.000 Liter Heizöl extra leicht im Jahr aufgewendet. Wir haben dann die Heizung umgestellt auf modulierendes System von der Firma Buderus. Jetzt haben wir natürlich auch die ganzen Pumpen, Heizkreispumpen auf Hocheffizienzpumpen umgestellt, was natürlich den Wirkungsgrad um ein Vielfaches verbessert hat, in Kombination mit Brennwerttechnik, Kaminsanierung und dergleichen ist alles mit einhergegangen. Und wir haben da im Zusammenspiel Heizung, Heizungsregelung, Einsparungen an die 30%. Einen Sommer lang hatte das Unternehmen Zeit, diesen Umbau vorzunehmen. Das größte Problem war natürlich im Nachgang die Einregelung. Wir haben ein ganzes Jahr dazu gebraucht, um alle Systeme korrekt einzuregeln. Das geht nicht so, dass Sie halt sagen, ja, dort die Temperaturen, dort die Temperaturen, wie sind die verschiedenen Verteiler zu managen. Das ist so nicht gegangen. Also wir haben da wirklich fast eine ganze Heizperiode gebraucht, um das Ganze zu nivellieren. Zukünftig will Limmert seine PV-Anlage auch auf dem Gebäudedach des Lagerzubaus gegenüber noch erweitern. Uns ist immer wichtig, das ganzheitlich zu sehen und alles miteinander zu vernetzen. Sei es Beschattung, Heizung, Klimatisierung, Licht, alles, was quasi in einem Objekt so an Energie verbraucht wird. Ganzheitlich gedacht, energieeffizient und nachhaltig. Die Firma Limmert ist damit ein echter Worldchanger. Wenn Sie sich für das Thema Energiesparen interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.